Und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mafia für die Xbox und im letzten Part haben wir die Mission Omerta abgeschlossen. Wir haben Frank die Freiheit geschenkt. Nicht gerade die beste Entscheidung für einen Mafiosi, wie Tommy einer ist, aber nichtsdestotrotz war es die Entscheidung, die Frank das Leben geschenkt hat. Und naja, also Tommy ist in dem Fall doch tatsächlich ein ziemlich echter Gentleman. Okay, so, und dann waren wir bei Lucas Bertone und haben dort einen heißen Tipp bekommen. Wir mussten eine Revanche zahlen oder eine Revanche für einen Freund von Lucas hinter uns bringen. Wir mussten einen Typen vermöbeln und da haben wir uns nicht so gut bei angestellt, aber nichtsdestotrotz, der Typ hat's hinter sich. Er ist abgehauen und jetzt hat Lucas uns gezeigt, wie wir uns... Ey, was war das denn? Wie wir ein ganz spezielles Auto knacken können und dieses Auto wollen wir jetzt abholen. Schauen wir doch einfach mal, was dabei rumkommt. Ich, ja, hoffe, dass wir es schaffen. Das Haus ist wohl gut bewacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss auch mal überlegen, ob wir tatsächlich alle Lucas-Missionen machen wollen, weil die werden am... Ey! Guck mal vorher in den Spiegel! Kannst du nicht einfach auf die Spur wechseln? Heute hatte ich auch so einen Vollidioten. Ich war am Baumarkt und musste einen Kabelkanal kaufen fürs neue Sofa. Ja, wir haben ein neues Sofa. Und ja, auf einmal kam auf dem Parkplatz vom Baumarkt kam mir so ein Rentner entgegen mit seinem Mercedes SL, riesiges Schiff, ja, und versuchte mich da wegzudrängeln, weil er da durch musste, in Anführungsstrichen. Und, hallo? Das ist eine Einbahnstraße auf dem Parkplatz, da muss er halt einmal außen rumfahren, die Zeit sollte er haben, er ist eh Rentner. Ey, unglaublich. Nein! Haltet ihn auf! Ja, ich bin doch schon ausgestiegen. Ausgerechnet das Polizeiauto berühre ich. So eine Scheiße. Ah. Okay, kein Problem. Ja, kein Problem. Genau, Tommy. Ist, Geld haben wir genug. Kein Ding. Ja, komm, hau ab. Steig ein, lass mich weiterfahren. Ganz ehrlich. Ah, wie... Hallo? Genau so ein Vollidiot. Oh nein. Wir hätten abbiegen müssen. So. Komm schon. Um die Kurve. Jawohl. Und jetzt hier hoch nach Oak Hill. Oak Hill. Die Gegend der Reichen. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Der Typ heute Mittag. Das ist unfassbar. Unfassbar. Was der glaubt, was er ist, nur weil er ein Mercedes SL fährt und ich fahr ein Skoda Fabia, das ist doch... Und echt, da hatte ich einen Kaffee auf. Da habe ich auch richtig gebrüllt. Am liebsten wäre ich ja ausgestiegen oder so und hätte mal richtig meine Meinung gegeigt. Auch wenn er ein Auto fährt, das halt 10-mal so teuer ist wie meins, keine Ahnung, wahrscheinlich kostet er 70.000, 80.000 neu oder so, hat er halt einfach nicht das Recht... um mich in einer Einbahnstraße, wo ich in die richtige Richtung fahre, einfach mal von der Straße abzudrängen. Das geht nicht. Was soll denn der Scheiß? So. Okay. Gut, das ist doch nicht gut gesichert hier. Einfach nur gucken, dass hier keine Polizei ist. Nee, es läuft. Also rein in die Karre. Finger weg von dem Auto. Hilfe, oh. Polizei. Alter. Du hast den Falschen erwischt. Ich würde sagen, du hast den Falschen erwischt. Du musst mich wohl hüpfen machen. Oh nein. Ist das wirklich euer Ernst? Ja, ich hab's verstanden. Ich werde jetzt verhaftet. Ja, toll.
Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Wofür habe ich den Strafzettel bezahlt? Ach Gott. Vielleicht machen wir die Lukas-Mission wirklich nicht. Das ist... Ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen nervig, den ganzen Kram hier mehrfach machen zu müssen. Gerade wenn es einfach nur ein Ich-hol-das-Auto-ab-Mission ist. Dann war das doch die Mission mit den Wachen. Ah. Und ich dachte, ich muss nur auf die Polizei aufpassen. Verdammt. Naja, gut. Ja, ich habe ja schon einen kleinen Schwenk von meinem heutigen Tag erzählt, so was man so im Auto alles erlebt. Ganz ehrlich, fahrt niemals Auto. Es nervt einfach nur. Vor allem nerven die anderen nur. Also, weiß ich nicht. Viele Leute, die im Straßenverkehr unterwegs sind, können einfach nicht Auto fahren. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass einfach nicht jede Person Auto fahren muss. Das meine ich auch ganz ehrlich, weil wir leben halt in einer Gesellschaft, in der im Prinzip von jedem Menschen erwartet wird, dass er mit 18 Jahren einen Führerschein hat oder mit 18 Jahren einen Führerschein macht. Ich finde, das muss gar nicht. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde jetzt auch nicht so krass den Weg gehen wie damals Carl Benz, als er das erste Auto vorgestellt hat, das erste Kfz. Er hatte ja damals gesagt, es wird niemals mehr als 1000 Autos geben, weil es nicht, oder irgendwie sowas, weil wir gar nicht genug Chauffeure dafür hätten. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen, dass ich das sage, dass es speziell ausgebildete Menschen gibt, die fahren dürfen und sonst niemand. Aber nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass jeder Auto fahren muss, weil es gibt so viele Leute, die einfach so übervorsichtig fahren. Ich meine, natürlich sollte man immer vorsichtig fahren und versuchen, gesund am Ziel anzukommen und nicht zu aufdringlich fahren. Aber es gibt halt Leute, die fahren so übervorsichtig, dass sie damit andere Leute gefährden, ja? Da muss nur ein Blatt irgendwie über die Straße wehen und schon machen die eine Vollbremsung oder sowas. Weil sie denken, denen springt gerade ein Kind in den Kofferraum. Keine Ahnung. Und ich bin da einfach fest der Überzeugung, dass einfach nicht jeder, auch wenn er es theoretisch dürfte, Auto fahren muss. Ich fahre nicht gerne Auto, aber ich habe auch kein Problem damit, lange Strecken zu fahren. Ich kann halt fahren. Aber, wie gesagt, ich denke nicht, dass jeder Auto fahren muss. Das ist einfach so meine persönliche Meinung. Entschuldigung. So. Du bist der Typ, der mich eben gesehen hat, ne? Da hinten. Ja. Du Bastard. Oh nein. Finger weg von dem Auto. Hilfe! Polizei! Wir fahren jetzt weg. Wir fahren jetzt einfach weg. Das war tatsächlich Rettung in allerletzter Sekunde. Na, immerhin haben wir jetzt wieder ein Auto, das auch ein bisschen auf Touren kommt. Nee. Also wie gesagt, meine persönliche Meinung, wenn ihr da eine andere Meinung seid, dass Leute irgendwie, dass jeder Auto fahren können muss und fahren sollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich denke auch, dass es irgendwann so ein Alter gibt, in dem man vielleicht einfach auch nicht mehr Auto fahren sollte. Ich habe schon so oft irgendwelche, ich will jetzt gar nicht Rentner sagen, aber Menschen gesehen, die einfach nicht mehr mobil sind, weil die, ich meine, man wird nicht jünger, auch körperlich nicht. Und irgendwann verabschiedet sich der Körper von dem, was man von ihm möchte. Und dann kommt halt so der Punkt, an dem man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ob man, ja, vielleicht nicht unbedingt seinen Führerschein abgibt, aber zumindest einfach mal überlegt, ob man weiterhin Auto fahren sollte. Natürlich verliert man eine ganze Menge an Mobilität und, aber spätestens dann, wenn ich mich als Person nicht mehr richtig bewegen kann,
kann ich doch auch ein Auto nicht mehr so lenken und führen, dass ich sicher im Verkehr bin und nicht eine totale Gefährdung für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und ich finde, darauf wird einfach viel zu wenig Rücksicht genommen in unserer Gesetzgebung. Jetzt gibt es irgendwie so ein komisches Gesetz, dass der Führerschein an sich nur noch 15 Jahre gültig ist oder sowas. Sprich, wenn ich jetzt einen Führerschein mache, dann muss ich halt alle 15 Jahre zum Straßenverkehrsamt und mir einen Stempel holen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das gibt's jetzt, ja. Toll, und? Es gibt keine Voraussetzung, keine Prüfung, keine... nichts, was man vorlegen muss, um den Führerschein verlängern zu dürfen. Das heißt, ich habe zwar eine... Ich muss da hin und ich muss Geld auf den Tisch legen, damit die da ihr Autogramm drauf machen, ne? Aber... ich habe kein Kontrollinstrument, Stand heute, was ich irgendwie vorlegen muss, damit ich gerechtfertigt meinen Führerschein verlängern darf. Das heißt, eigentlich haben wir Stand heute oder Stand vor 30 Jahren nur, dass die Leute halt ein bisschen mehr Geld bezahlen müssen, weil sie öfter zum Straßenverkehrsamt müssen. Ist toll für den Staat, es ist eine Win-Win-Situation, aber was haben wir als Autofahrer denn davon? Gar nichts. Wirklich nichts. Und das finde ich halt, das darf halt eigentlich nicht sein. Komm, gib doch mal Gas. Ja. Und das stört mich halt so ein bisschen. Dass so viele Leute... ich weiß nicht, vielleicht hat dieser Mensch, der mich da heute als Arschloch bezeichnet hat, und das habe ich gesehen, er hat sich zu seiner Frau umgedreht und dann haben sich ganz klar seine Lippen bewegt wie Arschloch, ja. Vielleicht war ihm nicht klar, dass er gegen eine Einbahnstraße fährt. Aber genau da haben wir doch das Problem schon, dass solche Leute das einfach nicht bemerken. Und ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er nicht mehr Auto fahren kann oder was auch immer. Aber ich will vielleicht sagen, dass er vielleicht einfach mal sich Gedanken drüber machen soll, muss, ob er überhaupt noch Auto fahren sollte. Ja, und jetzt habe ich mich genug über das Autofahren ausgekotzt und versuche jetzt diesen Blödmann hier zu überholen, der einfach den kompletten Verkehr der Stadt ausbremst. Und dann fahren wir jetzt zurück zu Salieris Bar. Endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. So, einmal kurz bremsen und ab in den Hof. Zack. Zu viele Autos in der Garage. Na toll, welches Auto wollen Sie aus der Garage entfernen? Ja, dann nehmen wir hier mal halt so einen alten Falconer. Der ist eh nicht schön. Weg damit. Vollständig. Neues Auto wurde freigeschaltet. Der Tor 810 Sedan FWD Orange und der Schubert Extra 6 4-Door Weiß. Sehr schön. So, wie geht's jetzt weiter? Besuch der reichen Leute. Ja, schön. Frank Coletti. Ladezeiten sind so wunderbar. Nein, sind sie nicht. Weil man weiß nie, wie man sie füllen soll. Glücklicherweise okay. Kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei.
Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauli kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Okay, Staatsanwalt überfallen. Natürlich, klar, kriegen wir hin. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Wenn wir uns das zunächst erstmal Waffe und Auto holen. Und dann holen wir Salvatore ab. Gut, bis zum nächsten Mal, sage ich. Keep gaming und ciao.